Hallo meine Lieben, ich bin wieder zurück. Es ist irgendwas mit 9 Uhr, glaube ich. Und ja, ich habe mir überlegt, ich mache jetzt noch schnell ein Video, weil ich vorhin noch bei Lidl war und in der Arbeit. Und ich habe mir so einiges noch gefunden. Das will ich euch mal zeigen. Ihr wisst bestimmt, bei Lidl gibt es zurzeit so eine Aktion. 3 Bastelsets für 10 Euro, da spart man 2 Euro. Habe ich mir 3 Sachen ausgesucht und die will ich euch zeigen. Dann war ich in der Arbeit bei Teddy und habe mir dieses Washi-Tape mitgenommen. Für Weihnachten ist das sehr toll. Habe ich eigentlich auch genug. Was ist jetzt runtergefallen? Keine Ahnung. Habe ich jetzt gleich aufgeräumt. Und dann das letzte Teil, was ich vom Teddy habe. Ich habe nur 2 mitgenommen. Das ist hier so eine Effektwalze. Das ist so ein Schwamm hier. Den wollte ich in Stempelfarbe eintauchen und dann Hintergründe machen. Glaube ich, sieht auch echt cool aus. Der kostet 1,50 und die Washi 1 Euro. Ja. Dann war das das. Und dann möchte ich euch die 3 Bastelsets zeigen, die ich mir gekauft habe. Also, zuerst, ich habe mir 2 Bastelsets ausgesucht. Und dann dachte ich mir, was nehme ich jetzt als drittes? Habe ich mich nicht entscheiden können, weil Washi habe ich genug. Dann habe ich hier diese tollen Sticker entdeckt. Ich werde die jetzt nicht auspacken, weil man die hier so gut sieht. Und hinten drauf ist Herbst, Eulen und Halloween. Kostet eins, glaube ich, 4 Euro. Ja. Also ein Set. Dann gab es hier Deko-Motivkartons. Und dann gab es noch ein Herbstbastelset, habe ich aber nicht mitgenommen. Und dann habe ich mir noch dieses 205-teilige Bastelset mitgenommen. Hier sieht man, was alles drin ist. Und ja, ich werde es einfach jetzt mit euch auspacken und werde mal gucken. Papier kann man ja nie genug haben. Geht da immer, immer zu Ende. Also bei mir nimmer. Aber ja, wir brauchen es einfach. So, dann ist hier das erste mit so Federn. Hinten ist es immer weiß. Dann hier so. Gucken wir mal mit dem Licht, wie das besser ist. Ich glaube, es ist besser, wenn ich es so mache. Ja. Dann Regenschirme. Dieses Papier ist ja immer drin bei den Lidl-Papierteilen. Und das Papier, das riecht immer nach Kaugummi, finde ich. Hier voll süß. Das ist jetzt nicht so mein Fall, aber naja, ist halt auch da drin. Ist eher mehr Weihnachten. Hier so Punkte, sowas liebe ich ja, Pastell. Hier Vögelchen. Ich muss jetzt da nicht zu jedem was sagen. Ich glaube, ihr seht das eh echt gut. Und der ist, glaube ich, im Actionblock mit drin. Glaube ich. Also, ich habe jetzt gemerkt, die Blätter wiederholen sich. Die waren damals schon in dem Motivdings drin. Vor ein paar Wochen oder Monaten. Vor ein paar Monaten gab es das. Mir so Tags zum Ausschneiden. Werde ich mir ausploppen. Und hier, ich glaube,
das war's schon. Das sind dann nur so Metall. Einmal so ein Beige. Ein Gold. So ein Bronze. Hier so ein... Ist das jetzt Bronze? Nee, das ist so ein Orange. Und noch ein Rot. So, das war dieses Set. Und dann das nächste Set. Wie geht das jetzt auf? Hier. Ich hoffe jetzt, das ist nicht so weihnachtlich. Da sind einmal so Papierstreifen dabei. Dann Anleitungen, die ich nicht nutze. Vier Bögen Wellpappe, die ich auch nicht benutze. Und nochmal Anleitungen. Dann ist hier Transparentpapier in verschiedensten Farben. Grün, weiß, blau, rot, rosa und braun. Ich sortiere das jetzt mal. Dann ist hier Tonkarton in allen Farben. Und hier ist ein bisschen dünneres Papier. Auch in allen Farben. Und dann sind hier noch ein paar Motivpapiere. Oh, da wird man direkt schwindelig. Das ist ja toll. Das jetzt abbekommen. Und dieses Strickmuster. Ja, das waren jetzt diese Sets. Und ich hoffe, das hat euch jetzt gefallen. Ich habe, glaube ich, nicht mehr gekauft. Nee. Und ja, ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Und dann sehen wir uns bald wieder. Morgen kommen Päckchen an. Die zeige ich euch natürlich. Einmal ein großes Teil und Stempelsets. Und bei Kreativ Bunt habe ich bestellt. Bei Wish habe ich bestellt. Und ja, das seht ihr aber noch alles. Das filme ich immer alles mit, wenn ich das auspacke. Und ja, wenn ihr irgendwelche Anregungen, irgendetwas mit mir teilen wollt, irgendetwas mir schreiben wollt, Tauschpäckchen etc., schreibt mir einfach, kommentiert dieses Video, schreibt mir bei Facebook, Jennys Bastlereich, bei Instagram, ja, oder wer in meiner WhatsApp-Gruppe ist, kann mir da schreiben. Und ja, dann bedanke ich mich und wünsche euch noch einen tollen Abend und viel Spaß beim Basteln. Tschüssi!